Jo, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ära spielt Colonization. Spiele aus einer Zeit vor, was auch immer, es ist auf jeden Fall schon was länger her. Die Situation hat sich noch nicht nachhaltig verbessert. Die Franzosen stehen sinnlos im Weg rum und so weiter. Also es ist halt alles noch nicht so schön, wie man es gerne hätte. Wir haben jetzt unseren Tabakhändler hier. Nein, nicht die Spezialfähigkeit löschen. Ja, es ist so. Okay, Dragoner, okay. Scheinbar scheint das noch auszureichen. Wir werden jetzt an der Stelle in den Krieg ziehen. Nützt ja nichts. Wir müssen jetzt mal da drüben dieses Land in Besitz nehmen für... Ja, für wen eigentlich? Wir müssen mal schauen, was brauche ich denn hier eigentlich? Hier gab es doch, genau, hier diese Position möchte ich bitte haben. Dann haben wir hier zweimal Zucker, dann haben wir hier, ja, das ist... Da können wir, da wo das Dorf steht, können wir Nahrungsmittel anbauen. Das ist okay, also das finde ich gar nicht schlecht. Ja, mein Pionier steht einfach nur sinnlos rum und wartet darauf, dass ich da mal durch kann. Das ist auch höchst ärgerlich. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall diese Indianer mal ein Stück weit da vertreiben und dann die mir den Krieg erklärt haben und damit angefangen haben. Bin ich laut Logik des Kolonialeuropäers aber absolut im Recht. Oje, das hätte ich jetzt glaube ich wieder nicht sagen sollen. Mal schauen. So. Ja, hier unten ist natürlich jetzt dementsprechend, jetzt müssen wir echt mal, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Ich glaube, wir sollten das Geld jetzt einfach auch mal dafür verwenden, um hier unten mal ein Stück Land zu erwerben. Zum Beispiel könnte ich ja mal so tun, hier habt ihr euer Geld und dann machen wir aus dem einfach mal einen Pelzhändler, weil das sind die Gebiete, wo es sehr viele Pelze gibt und den hier können wir wieder auf seine Spähmission schicken. Vielleicht finden wir auch noch einen, der Pelzhändler ausbildet, das wäre ja total großartig. Ja, da oben tut sich nach wie vor nichts. Und die Franzosen stehen uns überall im Weg rum. Das ist grandios, jetzt kommen wir nicht mal mehr darüber. Ihr könntet euch echt mal von meinem Land runterscheren, das ist ja furchtbar. Den Kollegen schicken wir nach Amsterdam. Wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen, bis die Kolonie da oben am Laufen ist. Und mit dir gehen wir jetzt mal ein bisschen hausieren, sprechen mit dem Häuptling. Erfahrene Farmer und der kann uns jetzt auch... Oh! Also wir scheinen jetzt das, was wirklich Landmasse hat, gefunden zu haben. Ach komm, ey, Franzose, bitte schieb mal rüber jetzt. Es ist ja furchtbar, steht nur im Weg rum. Musik ist grandios. So, jetzt gibt mir bestimmt der Häuptling also ganz viel Geld und sagt, oh, du bist, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Irgend sowas. Oh Leute, ich will doch nur noch auf einmal auf dieses Feld und dann könnt ihr hier rumreiten durch meine Kolonien, wie ihr das gerne für richtig haltet. Aber das ist ja wohl der Hammer. So, Dorf angreifen, los geht das. Wir müssen jetzt leider die Indianer auslöschen. Hier gibt es auch erfahrene Farmer. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Es folgt an dieser Stelle die Vernichtung der Apachen. Ja, man ist halt tatsächlich mit seiner Militärtechnik schon ein Stück weit überlegen. Aber ich will diese Position einfach haben, die ist ja grandios.
Also das ist tatsächlich echt eine wirklich, wirklich schöne Position für eine Kolonie. Vor allem, wenn wir hier drüben jetzt auf Tabak umstellen, ist es halt einfach auch ideal. So, dann haben wir hier das Lager der Apachen niedergebrannt. Wir schauen mal. Ja. Das ist wirklich, um es mal so zu sagen, das ist eine Schönheit. So, Siedler und du bist jetzt auch mal Siedler. Die beiden muss ich jetzt natürlich rüberschieben, um meine Umbauten hier ordentlich gepflegt durchführen zu können. Ja, den Soldaten lasse ich jetzt einfach mal hier stehen. Dass hier niemand anders auf die blöde Idee kommt, sich dort hinzustellen. Und dann rekrutieren wir mal. Was könnte man denn brauchen? Wir brauchen auf jeden Fall so einen freien Siedler, den können wir dann ausbilden. Tabakhändler haben wir, dann können wir hier noch ja, einen Erzbergarbeiter können wir gut gebrauchen. Ja. Wie gesagt, Ziel ist erstmal Neu-Amsterdam fertig zu kriegen. Ja, also Neu-Amsterdam ist jetzt die Zahl der Söhne der Freiheit über 50% gestiegen. Das liegt daran, dass sie jetzt Leute rausgenommen haben. Dann fangen die aber an, richtig fleißig zu werden. Also, wie Sie sehen, der Trupp beginnt jetzt absolut völlig auszuflippen und die produzieren wie die Bekloppten. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ihr müsst jetzt einfach nur darüber laufen. Ja, Jungs, muss ich euch jetzt den Weg auch noch zeigen oder was? Ja, die Steuerung, manchmal spinnt es halt auch ganz schön rum, muss ich auch sagen. Ja, da müssen wir also die New Amsterdam Tower Party abhalten. Also wir müssen jetzt einfach wirklich alles, ich habe hier keine Lust drauf, dass die Steuern ins Unermessliche steigen, weil dann können wir einfach irgendwann, verdienen wir einfach nichts mehr. Das ist so. So, und ihr geht jetzt bitte alle darüber. Boah, nee, oder? Der latscht jetzt nicht. Nee. Mach's nie, Junge. Moment, ich muss hier mal schnell meine Leute von Hand steuern. Die sind schon wieder kurz davor, irgendwelchen absolut bekloppten Blödsinn anzustellen. Hier gibt es erfahrene Fischer. Oh, jetzt hat er uns also richtig Geld geschenkt. Das finde ich sehr schön. Halten mal fest, da unten ist gar niemand. Was ich eigentlich ganz cool finde. Ja, greif mich an. Deswegen haben wir hier einen Fort, da kann er lange angreifen. Das passiert jetzt nicht so besonders viel. Also zumindest die Chance, dass wir da wirklich auf den Frack kriegen, ist eine. Na komm. Ja, er zieht nicht mehr seine komischen Truppen aus meinen Kolonien ab. Das ist so ein bisschen nervig. Ja gut, wir müssen jetzt einfach warten, bis er irgendwann da mal seinen komischen Fatzken wegschiebt. Nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt erstmal hier drüben unsere neue Kolonie aufbauen, die es uns ermöglichen wird, einfach nochmal auf einer anderen Dimension Geld zu verdienen. Ja, wir haben eine neue Artillerie, die kaufen wir natürlich. Ja, also Tabakproduktion läuft. Wir müssen jetzt wirklich den freien Siedler direkt zu einem Tabakfarmer umschulen. Wann kann ich den eigentlich? Eine Kolonie aufbauen, bla bla bla. Nee, den kann ich gar nicht automatisch rumschicken. Schade.
Naja gut, dann machen wir das halt von Hand. So, jetzt sind die gleich da und dann können wir hier unsere Kolonie bauen, die definitiv ein Knaller wird. So, wir haben eine Kolonie, wir haben eine Artillerie gebaut und bauen jetzt garantiert eine Zigarrenfabrik. Das ist vielleicht teuer und dauert auch eine Weile, aber das sorgt dann einfach dafür, dass hier richtig der Rubel rollt. Erfahrene Fischer. Er erzählt mir immer von umliegenden Ländern und zeigt mir eigentlich gar nichts. So. Dieser jene. Also wir werden jetzt hier, wir haben ja hier ein College gebaut. Jetzt können wir unseren Tabakpflanzer da oben hin tun. Den stellen wir aufs Feld zum Tabakpflanzen. Und er lernt dann von ihm quasi den Beruf. Und wir haben dann am Ende haben wir zwei von diesen Tabakpflanzern. Was tatsächlich dann dafür sorgen sollte, dass wir hier also völlig exorbitant. Jetzt wird natürlich Folgendes passieren. Mit den neuen Leuten ist wieder die... Nee, hält noch. Also die Loyalisten sind immer noch in der Unterzahl. Das ist relativ wichtig, weil dann bleiben die Produktionszahlen halt auch dementsprechend. Wir müssen dann eigentlich nur noch den rausnehmen, hier mit aufs Feld stellen, müssten uns dann nochmal einen Schmied und einen Waffenschmied besorgen und dann wäre diese Kolonie soweit fertig. Das finde ich sehr schön. So, wir befestigen nochmal eine Kanone. Zur Verteidigung in unserem Fort, weil die grundsätzlich im Fort sehr gut aufgehoben sind. Rum! Ja, Loyalist, ja, wieder nur noch 53%. Das ist halt immer, alle, die neu kommen, sind ja automatisch auf der anderen Seite. So. Dich schicke ich jetzt zurück nach Amsterdam. Also wie gesagt, wir brauchen hier... Ja, noch ein Schmied und noch ein Waffenschmied grundsätzlich. Und dann wäre die Kolonie soweit fertig. Und hier bauen wir jetzt Fort Nassau, unsere neue Kolonie. Die müssen wir jetzt erstmal soweit in Schuss bringen. Vielleicht sollte man dann auch mal sehen, dass man irgendwie dann schon mal so ein bisschen Richtung Tabakanbau startet. Tabak, Baumwolle, weil das ist so das Einzige, was uns noch fehlt. Aber das müssen wir dann mal gucken. Die Felder geben es durch grundsätzlich her, aber ist jetzt nicht so besonders ergiebig. Also hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal einen Holzfäller, einen Farmer, so das Standardzeug. Holzfäller, Farmer, Schreiner. Das wäre schon erstmal ganz gut. Darum werden wir uns auch kümmern, denke ich. Ja, die Mäntel steigen im Preis. Aber da müssen wir dann da unten mal ausbauen. Dafür haben wir leider jetzt... Wobei, wir haben auch jetzt gerade Geld. Da müssen wir jetzt einfach mal weiter da unten... Oh, jetzt der Nächste, der uns auf den Keks geht. Nö. Das kann er vergessen. 1750 Gold, der spinnt ja... Die sind halt auch alle unheimlich krass drauf. Mann, 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 wie sind die denn heute alle so bösartig? Ich will doch einfach nur in Ruhe hier mein Ding machen. So, sehr gut. Die Artillerie wehrt hier die Feinde ab. Jawohl, die Artillerie wehrt sogar die Engländer ab. Und jetzt ist die Artillerie kaputt gegangen. So ein Mist. Also diese Kolonie dürfen wir jetzt garantiert nicht einbüßen. Das wäre höchst fatal. Das wäre absolut der Super-GAU. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Geld. Dann werden wir nicht drum rumkommen, hier nochmal einen Soldaten draus zu machen. Mich ärgert das einfach, weil man dadurch halt einfach so viel Ressourcen, die man für eine richtig schöne Kolonie brauchen würde. Diese ganzen Ressourcen büßt man jetzt gerade ein, weil man sich hier sinnlos in irgendwelchen dummen Kriegen verschwendet. Das geht mir auf den Sack. Das gilt übrigens fürs ganze Leben. Ja,
und die haben irgendwie einen unergründlichen Nachschub an Truppen. So, jetzt hier, die Ausbildung ist fertig. Wir haben einen Tabakpflanzer erschaffen und haben jetzt quasi zwei Tabakpflanzer. Wir können jetzt quasi Unmengen an Tabak produzieren. Wird Zeit für eine Zigarrenfabrik. So, dich lasse ich warten. Den Siedler, den wir gerade geschenkt haben, also manchmal kriege ich auch Kinder. Den können wir jetzt einfach nur dahinstellen und warten lassen. Komm, halte die Stellung, Leute. Sehr gut. Nachschub ist unterwegs. Ich denke, die sind im Krieg mit den Franzosen. Warum machen denn die Franzosen da nichts? Die könnten doch da eigentlich auch mal was machen. Ja, ich fahre jetzt erstmal meine Typen hier nach Fort Nassau. Ne, die Franzosen sind viel zu viel beschäftigt, mir im Weg rumzustehen. Mann. Diese Deppen. Leute, haltet die Stellung, haltet die Stellung. Sehr gut. Hilfe ist unterwegs. Und das alles nur, weil ich friedlich sein wollte. Dort unten, das ist natürlich echt mies. Da kann ich nämlich echt nichts machen. Ich müsste dann echt nochmal darüber eine Truppenverlegung durchführen. Puh. Das weiß ich noch nicht, wie ich das jetzt mache hier am günstigsten. Ja, das ist so ein bisschen... Ja, Ferdinand Magellan, mein Guter, das ist schön. Diese komische Kolonie hier, die will ja niemand. Ja. Also bevor ich mir hier irgendwelche Kolonien vor die Nase setzen, muss ich halt in den Krieg ziehen. Lässt sich nicht vermeiden. Auch wenn ich das gar nicht möchte. So. Ich muss sagen, das ist... Ja, dann gibt es noch eine Zigarrenparty hinterher. So, Lassalle war gut, der gab glaube ich immer, ja genau, da gibt es immer eine Einfriedung, sobald man 3 erreicht hat. Ja, wir nehmen jetzt Benjamin Franklin, wir müssen ja hier irgendwie mal aus diesen ganzen Kriegszuständen rauskommen, dann müssen wir uns halt zur Not mal rauskaufen. So, jetzt bauen wir eine Zigarrenfabrik. Ich glaube, die Franzosen, die werden nicht mehr weggehen da, das ist ja furchtbar. So... keinen Frieden, finden uns doof. Ich muss jetzt glaube ich auf jeden Fall erstmal ein paar Truppen nach Fort Orange verlegen. Ich glaube, sonst gibt es da unten einfach auf dem Frack. Und jetzt haben wir natürlich gerade absolut kein Geld, weil wir unsere Zigarrenfabrik fertig kriegen wollten. Aber
Dafür gibt es da jetzt halt natürlich auch dementsprechend sehr, sehr anständig 20 Zigarren pro Runde. Da kommt dann auch dementsprechend ein bisschen Geld rein. Jetzt Amsterdam, los geht das. Mein Junge, wir brauchen Truppen. Ja, den kann ich glaube ich noch 100 Jahre darum stehen lassen. Jawohl. Ui! Jetzt wurde unser Soldat befördert, das ist ganz cool. Das heißt, er ist jetzt ein Profisoldat. Der kann jetzt. Ja. Ha! Ha! Jawohl! Unsere verdienten Knechte haben einen englischen Soldaten in die Flucht geschlagen. Das finde ich ja grandios. Ja, die Franzosen wollen die ganze Zeit nur saufen, das ist echt der Hammer. Na, dann kriegen sie halt noch was zu trinken. Das sei ihr gutes Recht. Aber die gehen halt nach wie vor nicht weg. So. Jawohl. Also unsere Truppen schlagen sich ja mittlerweile sehr gut. Das freut mich sehr. Na Männer, wie sieht's aus? Jawohl. Komm, haut euch. Das ist cool. Also das finde ich gerade echt schön. Weil dann können wir wenigstens in der Kolonie so ein Stück weit weiterbauen. Ja, da kriegen wir auch noch gestählte Pioniere geschenkt. Da haben wir wieder einen Soldaten gefangen. Ja, dich stelle ich mir hin. Alles in allem gar keine schlechte Geschichte. Ich hätte jetzt trotzdem ganz gerne Frieden und vor allem hätte ich jetzt ganz gerne, dass die mal alle aus meinen Kolonien verschwinden. Das wäre halt. Da würde ich mich sehr drüber freuen, aber diese Funktion ist ja tatsächlich nicht vorgesehen. Jawoll. Jetzt haben die meine Nahrungsmittel geraubt. Diese Apachen. Ich dachte immer, Winnetou ist ein netter. Aber dem ist ja scheinbar doch nicht so. Oh, diese Franzosen. Jetzt, ja genau, jetzt haben sie sich da oben an der Breit gemacht, haben eine Kolonie gebaut. Wir haben wieder kein Geld. Wir haben schon wieder alles verplempert. Das ist nicht schön. Ja, dann nehmen wir mal ein paar Schmiede mit. Das können wir ja machen. Damit wir hier, dann können wir nämlich hier an der endlich unsere eigene Werkzeugproduktion aufziehen und müssen da halt nicht mehr für die Häuser mal alles fertig kaufen. Das ist einfach ganz schön. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr und die Uhr. Boah, ey, Leute, Moment. Ja, das machen wir noch. Wir werden die Engländer noch aus Providence vertreiben müssen. Und dann muss ich auch Schluss machen. Meine Uhr sagt, es ist schon viel zu spät. Und ich hätte da viel eher schon aufhören sollen. Aber ja, was will man machen? Manchmal macht es halt auch tatsächlich einfach nur Spaß. Das ist, man mag es vielleicht nicht glauben, wenn ich das hier so sehe. Also wenn man mir hier so zuguckt. So. Befehle aufheben, wir ziehen in den Krieg, Junge. Ja, du kannst noch 5 Jahre warten. Und wir müssen nach Providence. Oh! Oh, die haben ja da richtige Soldaten. Das ist natürlich jetzt. Ja. Ui. Die haben sogar ein paar mehr Soldaten. Ah, da ist ein neuer Nachschub gekommen. Eieieiei. Das habe ich natürlich jetzt nicht. Hä? Ah, ist klar. Habt ihr das gesehen? Wie die Franzosen jetzt hier also so grandios drumherum gezogen sind. So, du gehst jetzt nach New Amsterdam. Ja, also die haben alle Felder geräumt, bis auf dieses. Die haben ihre komplette Stadt geräumt. Das ist ja natürlich auch völlig bekloppt. Ja, aber demnach löse ich die Kolonie hiermit wieder offiziell auf. Ich möchte nicht, dass da eine Kolonie existiert. Oh! Wir werden jetzt Fort Orange einbüßen. Das ist so ein bisschen. Und genau jetzt verlieren unsere Dragoner den Krieg. Leute, wehrt euch. Wir brauchen Pferde. Ja, genau das passiert jetzt. Da unten die Kolonie ist einfach nicht zu halten. Ja, da müssen wir später mal hin. Das nervt. Da
nervt. Das ist gerade kein schöner Augenblick, um aufzuhören. So, jetzt haben wir erstmal hier. Ihr macht jetzt mal eine Polonaise nach Fort Nassau. Ja, ist klar. Jetzt büßen wir hier Hemd und Perücke ein. Ja, wobei, unsere Feldartillerie hat's. Ja, Fort Orange ist damit gefallen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir hatten eh noch kein Land gekauft, hatten auch keine Zeit da unten. Da müssen wir als nächstes nochmal hin. Das nützt nichts. Wir können dafür jetzt erstmal hier. Ja. Auf jeden Fall Pferde darüber fahren, damit wir unsere Dragoner wieder aufpäppeln können. Ja, wir sind halt leider auch so ein Stück weit echt langsam. Du wartest einfach mal. Du kannst dich in die Schmiede marschieren. Hier machst du mal ein bisschen Werkzeug für alle und du nimmst mal hier richtig schön. Wir müssen einfach mal ein paar Pferde rüberfahren. Ja, sehr gut, ihr holländischen Teufelskerle. Das ist meine Insel und dann komme ich euch dort unten besuchen. Das ist das nächste. Ja. Also das ist definitiv mein nächstes Ziel. Ist dann da runter zu fahren und dann da unten einfach auch einzumarschieren. Das nützt ja nichts. So, jetzt haben wir erstmal hier. Es ist halt leider nicht das Spiel, was ich gern spielen möchte. Das muss ich auch sagen. Oh, jetzt haben sie wieder eine neue Kolonie aufgebaut. Ich wollte eigentlich nur in Ruhe ein bisschen siedeln und mal ein bisschen hier die Unabhängigkeit anstreben. Aber das ist mir leider nicht vergönnt. Ja, das heißt, ich werde jetzt einfach wirklich hier so ein bisschen Artillerie bauen, um dann wirklich auch ein paar Truppen zu haben, die man dann auch einsetzen kann. Ui, das war ja wirklich das war ja wirklich haarscharf hier. So, du wartest bitte. Du wartest bitte auch. Dich setze ich fest, dich setze ich fest. Ja, muss jetzt erstmal alles ein bisschen sortieren hier. Oh nein! Puh. Ich muss meine Keule dahin kriegen. Komm Magellan, zeig, was du kannst. Du hast mir ja. Die haben vor allem unermüdlich Ressourcen, da ist einfach echt ohne Ende Ressourcen da und der schafft es natürlich nicht rechtzeitig. Da muss ich dich mal befestigen. Du wartest, das ist halt so ein Stück weit echt ärgerlich, weil ich halt einfach nicht vorwärts komme hier. Diese Artillerie, die hat echt hier macht einen krassen Job. Das muss man ihr mal lassen. Und da war sie kaputt. Ich hätte es nicht sagen sollen. Uiuiui. Ja, gut. Das ist für mich der Moment, wo ich tatsächlich dazu stehe und sage, okay, ich gebe auf. Dann war es halt leider nur vier Teile, beziehungsweise ich werde einfach nochmal neu anfangen, weil das widerspricht gerade so ein Stück weit dem, was ich gern hätte. Ich werde die vier Teile trotzdem mal online stellen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und werde dann einfach im Nachfolgenden nochmal einen neuen Durchgang machen. In diesem Sinne, ja, ich habe es leider versemmelt. Habe auch ehrlich gesagt keine Lust, weil das nicht das ist, was ich gern wollte. Und wir waren einfach auch zu langsam. Die Karte ist nicht schön.
Nichtsdestotrotz, es hat echt wieder Spaß gemacht und ich werde einfach die nächste Partie, die ich hier mache, einfach auch wieder aufnehmen und werde die einfach hier hinten dran laden. Dann werde ich vielleicht gar keinen Unterschied sehen und dann probiere ich es einfach nochmal. Was soll der Spaß? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ich würde mich freuen für ein paar Kommentare und ja, bis zum nächsten Mal, der Ära.